Hallo zusammen und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind immer noch auf der Heretics Station, also die bösen Gev. Wir gehen einfach mal weiter und schauen, was uns erwartet. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie übernehmen ihr Ziel. Das gefällt mir. Wie es aussieht, schrotten die sich nach einer Weile. Oh, hier ist wieder was. Alle mal nach vorne sehen. Nicht so schneller als Ach, von hier auch. Scheiße, ein Unsichtbarer. Okay, die Dinger müssen wir immer kaputt machen. Sonst geht der Alarm weiter. Ich frage mich, wie Credits hier hinkommen. Aber egal. Zielerfassungsbefehl wird verarbeitet. Folge. Mobil. Verstanden. Komme. Befehl erhalten. Formation wird geschlossen. Okay. Ich dachte, hier geht's noch weiter. Feind außer Gefecht. Bis jetzt ist es eigentlich noch ganz locker hier. Wenn ich das mit dem Reaper vergleiche. Das war eine Nummer. Übernehmen Kontrolle. Führen Sudokommando aus. Werde getroffen. Verstanden. Bereit für nächstes Ziel. Verstanden. Bin bei Ihnen, Shepard. Ja. Die Unsichtbaren, die sind... Da musst du ein bisschen aufpassen hier. Ja?
Du findest doch nie wieder einen Rückweg. Wie soll denn das ausschauen? Hey. Bin ich mal gespannt, wie wir uns hier zurückfinden sollen. Wir wurden entdeckt. Das Geschütz hätte ich wahrscheinlich ein bisschen eher einnehmen sollen. Wenn wir auf das Grüne drauf treten, dann geht's hier los. Ja, genau. Jetzt da reingetreten, war ich das? Oder war das Tully oder Legion? Natürlich blöd, wenn so ein Commander hinter dir auftaucht. Dann hast du verloren. Sie haben uns gesehen. Balla. So, jetzt noch mal vorsichtig. Ziel, negative X-Achse. Kampfdrohne bereit. Tully ist am Boden. Scheinbar können die anderen zwei gar nicht in das grüne Feld laufen, sondern nur ich. Muss ich besser aufpassen.
Datenbanken? Prozessor. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Bin mal gespannt, für was die sich entscheiden, die GEF. Umschreiben oder zerstören. Hoppala. Übernehmen Gefechtsturm. Oh Gott, hier geht's gleich los. Ich seh das schon. Ist es das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Damit werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Übernehmen Gefechtsturm. Hacken feindliches System. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Hier wird's gleich hart zur Sache gehen. Das müsste sie weichklopfen. Feind außer Gefecht. Achtung. Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Oh, schnell heilen. Oh fuck, das war der falsche. Ja.
ist denn mit dem? Bereit für nächstes Ziel. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Ändern Position. Verstanden. Sind bei Shepard Commander. Wie lange geht denn das? Oh, immer falsche Knöpfe. Falsche Taste meine ich. Zielerfassungsbefehl wird verarbeitet. Verstanden. Bin dabei. Bestätige. Nimm das. Datensynchronanalyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Ich würde ja sagen, umschreiben. Vielleicht hilft es uns irgendwann. Wir können das aber auch noch ein bisschen hinterfragen. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in Ihre Hand. Wir schreiben sie um, oder? Ja, ich bin für Umschreiben. Wenn Sie umgeschrieben werden, werden Ihre Leute Sie dann wieder aufnehmen? Werden Sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden Ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich, Sie hätten das früher erwähnt. Zurück zum Schiff. Im Laufschritt, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Unterwegs, Joker. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet.
Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth bereits stärker gemacht, indem wir die Anbeter der Reaper umgeschrieben haben. Ich lasse nicht zu, dass Legion die Flotte gefährdet, indem er ihnen noch mehr Informationen gibt. Die Schöpfer haben Tali verstoßen. Sie gehört nicht mehr zum Schöpferkollektiv. Warum schützt sie immer noch die Interessen der Schöpfer? Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Oh. Okay. Ich nehme das, weil... Wenn wir jetzt für einen von den beiden stimmen, ist dann einer von beiden halt nicht mehr loyal. Und das wäre im Endkampf wahrscheinlich dann großer Scheiß. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß, aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen. Was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls dann die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Informationen weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Okay, das könnten wir noch mal retten. Na gut, Leute, das war's dann auch für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüssi.